Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Liebe kann alles. Heute in dieser Folge möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, was ein sehr großes Thema in unserer Arbeit ist, wozu es immer wieder Fragen gibt, unterschiedlichster Art. Wie meinen Sie das genau? Wie darf ich mir das vorstellen? Was heißt das für uns beide? Wie lange dauert das? Ja, ich möchte mit Ihnen heute in dieser Folge über das Thema Trennung in der Beziehung reden. Bis gleich. Ja, Trennung in der Beziehung. Da fragen Sie sich jetzt vielleicht auch oder einige von Ihnen, die damit noch gar nichts anfangen können, Trennung in der Beziehung, was soll das denn? Wie passt das denn zusammen? Also entweder bin ich getrennt oder ich lebe eine Beziehung. Aber was hat denn Trennung mit der Beziehung zu tun? Wie darf ich diese Verbindung verstehen? Dazu hole ich mal ein bisschen weiter aus, damit Ihnen das vielleicht hoffentlich noch verständlicher wird. Was ist damit gemeint? Wie kann sowas aussehen? Und wie sind wir eigentlich darauf gekommen, meine Frau und ich? Bei uns war es so, bei meiner Frau und mir, dass wir nun wirklich ziemlich direkt zu Beginn unserer Ehe erstmal Eltern geworden sind. Das ging sehr schnell, Eltern unserer Tochter geworden sind. Aber auch sehr schnell sehr viele Probleme miteinander hatten, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, also bei uns ging es sehr schnell darum, ich als Mann bin viel zu wenig zu Hause, ich konzentriere mich viel zu sehr auf meine Arbeit. Irgendwie, ich hatte das Gefühl, wenn ich dann zu Hause bin, mache ich alles verkehrt, nichts reicht aus. Und es gab sehr früh sehr viele Streitereien, für mich auch sehr deutlich erkennbar, so eine tiefe Unzufriedenheit in meiner Frau. Meine Frau, wie das halt doch für Frauen oder bei Frauen häufiger der Fall ist, das ist zumindest meine Erfahrung auch heute noch in der Praxis, meine Frau, die sehr schnell auch da gar keinen Hehl daraus machte, sondern sagte, das reicht dir nicht, das passt dir nicht, lass uns doch mal das machen. Sehr beliebt war bei uns damals auch in dieser Phase. Lies doch mal dieses Buch oder geh doch mal auf dieses Seminar, dann weißt du, wie es geht. Und dann weißt du, warum es bei uns nicht geht. So, also es war, schaukelte sich immer weiter hoch. Wir fanden nicht den Weg zueinander. Wir wurden nicht friedlich miteinander, sondern die Auseinandersetzung, die Streitereien und die Distanz wurde immer größer. Führte bei mir auch dazu, weil ich überhaupt nicht damit umzugehen wusste, führte bei mir dazu, dass ich dankbar war für meinen alten Beruf. Ich habe ja früher beruflich etwas anderes getan, war da sehr ambitioniert. Mir war das sehr wichtig. Ich hatte damals, das weiß ich heute, das konnte ich damals so nicht beschreiben, das war damals das, worüber ich mich als Mann definiert habe. Und zwar meinen Beruf, vor allem den Erfolg in meinem Beruf. Den hatte ich auch, das lief auch alles sehr gut. Und ich war sehr dankbar in der Zeit, dass ich mich da so drauf konzentrieren konnte, dass es da immer was zu tun gab, sodass ich dem Zuhause, dem Stress zu Hause, dieser Ohnmacht zu Hause ausweichen konnte, davonlaufen konnte. So, also das Ganze ging immer weiter, es wurde immer unbefriedigender. Die Momente, die wir dann miteinander in Berührung kamen, miteinander in Kontakt kamen, miteinander in ein Gespräch kamen, in ein vernünftiges Gespräch kamen, gab es eigentlich irgendwann gar nicht mehr. Zwischen uns gab es unsere Tochter, natürlich gab es dann noch alle möglichen Versuche und Unternehmungen, aber es wurde verkrampfter und verspannter die ganze Zeit. Irgendwann war es dann tatsächlich so weit, dass wir, um das jetzt nicht zu weit auszudehnen, aber dass wir an einem Punkt waren, den hat allerdings meine Frau ganz ehrlich auch eingeläutet, wo sie dann irgendwann sagte, nach so vielen Versuchen, mach mal das, lass uns mal das probieren, lass uns doch mal da hingehen. Das meiste, was ich davon abgelehnt habe oder wenn ich mitgegangen bin, mich einfach total stur und bockig da angestellt habe, also nichts an mich rangelassen habe. Irgendwann war der Punkt, wo dann meine Frau den Anfang macht und sagte, also das geht nicht mehr, das geht nicht mehr, wir müssen uns trennen, das macht ja überhaupt keinen Sinn, das ist ja keine Ehe, das ist keine Beziehung, das ist keine Familie, wir müssen uns trennen. Was
bis zu diesem Zeitpunkt sich auch noch ergeben hatte. Die Bücher gelesen haben von uns, die wissen das. Ich hatte mittlerweile auch eine Freundin, von der ich natürlich, was heißt natürlich, aus damaliger Sicht würde ich sagen, natürlich, heute würde ich sagen, um Himmels Willen, warum habe ich denn das nicht früher gesagt? Warum hatte ich den Mut nicht, meine Frau und auch mich da noch ganz anders mit zu konfrontieren? Ja, ich hatte eine Freundin, ich bin irgendwann halt wirklich abgehauen, diesem ganzen Stress zu Hause entflohen. Das kam in diesem Gespräch, meine Frau sagte, wir müssen uns trennen, da sage ich, ja, das glaube ich auch. Ich habe nämlich auch eine Freundin, so, und dieses Gespräch war, auch wenn Sie jetzt vielleicht denken, um Himmels Willen, was haben die sich denn da angetan? Dieses Gespräch, als wir über Trennung gesprochen haben, war, als die Trennung ausgesprochen wurde, war ein unglaublich friedlicher Moment. Es gab nichts, was wir uns in dem Moment vorgeworfen haben, sondern es war sehr ruhig, sehr leise, sehr präsent. Wir waren wirklich, auch wenn meine Frau den Anfang machte, wir waren wirklich beide an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, es geht nichts anderes mehr. Das ist ja ein Punkt, den ich hier in meiner Arbeit ganz häufig erlebe, wo Mann und Frau kommen und sagen, Herr Zuhorst, bitte helfen Sie uns nur noch, wie wir auseinandergehen können, wie wir das irgendwie gut über die Bühne kriegen können. Bei uns geht gar nichts mehr, unsere Ehe ist durch. Es gibt keinen Sex mehr, es gibt kein Gespräch mehr, wir haben keine Freunde mehr, wir beide haben gar nichts mehr miteinander zu tun, wir gehen uns nur noch aus dem Weg. Bitte sagen Sie uns dann nur noch, was können wir tun, wie können wir es tun, um voneinander loszulassen und zu gehen. So, an dem Punkt waren wir auch, okay? Wir haben beide gesagt, ja, Trennung ist jetzt das Einzige, was noch geht. Führte dann bei uns dazu, dass wir damals in einem Haus lebten und gar nicht die finanziellen Mittel hatten und Möglichkeiten hatten zu sagen, okay, ich ziehe jetzt mal aus, ich nehme jetzt ein anderes Haus oder eine andere Wohnung, sondern wir sind in diesem Haus, und da komme ich gleich zu der ersten Variante dieser Trennung in der Beziehung, nur schon mal vorweg. Wir sind also in diesem Haus in getrennte Zimmer gezogen, konkret ich bin und das Dach ins Gästezimmer gezogen und habe da geschlafen. Wir haben uns darauf verständigt, klar, entsprechend einer Trennung, wir haben wirklich überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Wir müssen nichts mehr füreinander tun. Es gibt nichts mehr für den anderen zu tun. Das Einzige, was wir haben unsere Tochter. Natürlich musste für die was getan werden. Wir mussten uns für die besprechen. Wir mussten uns organisieren. Wer nimmt, wer übernimmt, wann, zu welchem Zeitpunkt unsere Tochter. Das wiederum führte dazu, dass ich anders als bisher ein-, zweimal die Woche abends pünktlich von der Arbeit nach Hause kommen musste, weil meine Frau, Achtung, wieder ein ganz wichtiger Punkt, meine Frau erstmalig in dieser Zeit, seitdem wir zusammen waren, erstmalig etwas für sich getan hat. Meine Frau hat angefangen, eine Ausbildung zu machen, und das bedeutete dann für mich, deswegen erzähle ich das, bedeutete für mich, dass ich dann in der Woche ein-, zweimal, wenn sie halt los musste, rechtzeitig zu Hause war, damit sie los konnte und ich vorher unsere Tochter übernommen habe und die fertig gemacht habe, Bett fertig gemacht habe. So, dann saß ich da mit mir allein, ja, da kann ich gleich noch was erzählen, auf jeden Fall war ich mit mir allein und meine Frau ging zu ihrer Ausbildung. Ich habe dann versucht, irgendwo, weil die Situation so ungewohnt war, ich war jetzt zeitig zu Hause, die Tochter war im Bett, mit der konnte ich mich gar nicht weiter beschäftigen, meine Frau war weg, ich war dann da mit mir allein, ich saß dann bei uns im Wohnzimmer und habe dann, so wie das eigentlich meinem normalen damaligen Rhythmus entsprochen hat, habe dann versucht, mit allen Mitteln der Kunst dieses Alleinsein, auch das habe ich damals nicht gemerkt, das sage ich Ihnen jetzt im Rückblick, habe versucht, dieses Alleinsein ja irgendwie so angenehm wie möglich zu gestalten. Ich konnte nicht allein sein, ich war nie allein, ich habe es nie ausgehalten, allein zu sein, damals. Heute ist das zum Glück ganz anders, da komme ich vielleicht gleich noch zu. Saß dann mit mir da, habe dann versucht, zu Hause noch zu arbeiten, Fernsehen zu gucken, mit Freunden zu telefonieren, mit der Freundin zu telefonieren, irgendetwas zu tun, um nur ja nicht mit mir in Kontakt zu kommen, sage ich Ihnen heute. Damals, um irgendwie in meinem Rhythmus, in meinem Fluss drin zu bleiben. Was ich erfahren habe, je länger das gedauert hat, je länger diese Phase anhielt, je häufiger ich so einen Abend dann mit mir plötzlich allein war und ich auf mich zurückgeworfen wurde, zwangsläufig, desto weniger ist es mir gelungen, durch irgendetwas, sei es durch den Fernseher, durchs Arbeiten oder durchs Telefonieren, ist es mir gelungen, wirklich mit mir in Berührung zu kommen. Das, was ich erlebt habe, war halt, dass ich immer
ja, immer eine höhere Dosis gebraucht habe. Und auch das hat irgendwann nicht mehr geholfen. Also irgendwann war ich an dem Punkt mit mir, wo ich wirklich es mit mir alleine nicht mehr auszuhalten musste. Wo ich dachte, um Himmels Willen, wie langweilig bin ich? Wer will mit mir überhaupt was anfangen? Ich habe mich einfach unglaublich einsam, beschissen und überfordert und irgendwie, ich kann es gar nicht genau beschreiben, wahnsinnig unzufrieden und unruhig gefühlt mit mir. Ich wusste mit mir nichts anzufangen. Das hat wiederum dazu geführt, dass ich mir dann, das, was meine Frau mir damals vor diesem Schritt der Trennung häufig empfohlen hatte, ich habe mir dann heimlich eine Therapeutin gesucht und habe endlich angefangen, mithilfe mal mich zu hinterfragen, genauer auf mich drauf zu gucken, in mich reinzugucken und Dinge hervorzutun, von denen ich nichts wusste, die mir nicht bewusst waren und an die ich mich alleine einfach nie rangewagt hätte. Deswegen sage ich heute, weil das hat mir unglaublich gut getan. Ich habe es, wie gesagt, heimlich gemacht. Ich hatte nicht die Größe, ich hatte nicht den Mut, irgendwem zu sagen, ich bin übrigens jetzt in der Therapie. Nein, das habe ich passend für mich damals, habe das heimlich gemacht. Und ich kann nur sagen, das war so wertvoll. Deswegen plädiere ich heute immer wieder an solch einem Punkt, wenn Mann oder Frau nicht weiter wissen und hier sitzen und fragen, wie können wir denn jetzt weitermachen? Oder schon bevor sie kommen, viele stellen sich ja die Fragen, das habe ich jetzt gerade in letzter Zeit wieder häufig gehört, dass Männer dann, das sind meist Männer tatsächlich, die dann sagen, warum gehen wir denn zu jetzt irgendwem? Das können wir doch auch allein, das brauchen wir doch gar nicht, das schaffen wir auch allein. Ja, so hatte ich damals auch gedacht, das schaffen wir allein, aber ich habe nie irgendwas angefangen. Ich konnte gar nichts schaffen. Ich habe mich vor jedem Schaffen, habe ich mich gedrückt. Vor jedem Schaffen, ich habe viel geschaffen, aber nichts in Sachen Beziehung für uns. Und ich sage, durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, sage ich jetzt so leidenschaftlich gern, wenn es bei Ihnen, dem Mann oder der Frau oder bei Ihnen beiden, irgendwie etwas gibt, wo Sie immer wieder gegenlaufen, wo Sie einfach merken, ich komme da nicht weiter, ich komme da nicht drüber, ich kann da nicht mit umgehen, bitte zögern Sie nicht. Es gibt mittlerweile so viele tolle Leute, zu denen Sie gehen können. Sie können auch gerne zu uns kommen, ja? Zu meiner Frau, zu mir. Dieses Coaching mache ich ja jetzt fast nur noch allein. Also Sie können herzlich gerne zu mir kommen. Ich weiß, wovon ich rede und ich helfe Ihnen unglaublich gern über so eine Blockade oder auch über mehrere Blockaden hinweg. Also, ich hatte meine Therapie gemacht. Das, was ich da erfahren habe, was ich gespürt habe, was ich erlebt habe, was ich fühlen konnte, das war irgendwann so überwältigend, dass ich das gar nicht mehr wirklich für mich behalten konnte. Ich musste irgendwo damit hin. Ich wäre sonst geplatzt. Sie müssen sich vorstellen, parallel, Trennung in der Beziehung, wir waren komplett in dieser ganzen Phase, über die ich jetzt gerade geredet habe, waren wir komplett voneinander losgelöst. In dem Glauben, wir trennen uns. Es gibt nur noch den Weg der Trennung. Meine Frau hat ihre Ausbildung gemacht. Ich habe nach wie vor gearbeitet, war, wie ich gerade sagte, ein-, zweimal pünktlich zu Hause, habe mich um die Tochter gekümmert, habe heimlich meine Therapie gemacht. Aber wir haben, meine Frau und ich, in getrennten Zimmern geschlafen. Wir haben nicht mehr zusammen gegessen. Meine Frau hat für sich und die Tochter gekocht. Ich habe für mich und die Tochter gekocht oder nur für mich. Oder ich war dann irgendwie nach der Arbeit was essen. Ich habe meine Wäsche selber gewaschen. Ich habe meine Hemden selber gebügelt. Es gab wirklich, und das ist ganz wichtig, dass Sie das hören, es gab wirklich nichts, was wir beide, meine Frau und ich, zusammen gemacht haben. Wenn wir uns im Haus begegnet sind, über den Weg gelaufen sind, sind wir uns ausgewichen. Auch das haben wir nicht genutzt, nächster wichtiger Punkt, auch das haben wir nicht genutzt, um dann plötzlich irgendwie so die Situation zu nutzen. Einer von uns beiden, der sagt, ach du, wie geht's dir denn eigentlich? Oder kann ich dir das abnehmen? Oder kann ich das für dich mit besorgen? Oder guck mal, ich koche gerade, möchtest du auch ein Häppchen mit essen? Nein, das haben wir nicht getan. Ich kann Ihnen wirklich nur sagen, auch wenn das unglaublich hart und vielleicht super konsequent klingt, ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie diesen Prozess beschleunigen wollen, wenn Sie den vertiefen wollen, dann darf es genau das und sollte es genau dieses nicht geben, dass Sie hier dann doch nochmal zusammen essen und hier fahren Sie zusammen in Urlaub oder hier feiern Sie Ostern oder Weihnachten zusammen. Nein, Trennung in der Beziehung heißt, dass Sie wirklich komplett voneinander loslassen.
Wir haben das damals nicht Trennung in der Beziehung genannt. Bei uns war das die Trennung von uns. Das war die endgültige Trennung. So war es ausgesprochen. So, was führte zu dem in der Beziehung, so wie wir es dann heute nennen? Irgendwann war ich halt, was ich gerade eben sagte, war ich so voll mit dem, was ich da über mich erfahren habe, was in mir war, was raus musste. Und was habe ich gemacht? Es gab nur eine Person, und zwar eine Frau, der ich das sagen wollte, der ich mitteilen wollte, der gegenüber ich mich öffnen wollte mit dem, was da mit mir und in mir passiert ist. Und das war meine Frau. Ja, jetzt sagen Sie vielleicht, wie? Dann waren die ja doch nicht richtig getrennt. Doch, ich kann es Ihnen nur so sagen, trotz all dem, was ich gerade aufgezählt habe, nicht kochen, Wäsche alleine machen, überhaupt keinen Kontakt aus dem Weg gehen, war das meine Frau, der ich das sagen wollte. So, jetzt können Sie sich vorstellen, in dieser Phase war es ja nicht unbedingt naheliegend, dass ich mal wieder den Kontakt aufnehme. Ich hatte die Hosen gestrichen voll. Ich dachte, meine Frau lacht über mich. Meine Frau sagt, du hast wohl nicht verstanden, wir trennen uns. Ich will dich gar nicht hören, raus hier. Und ich weiß das noch wie heute. Ich bin irgendwann abends dann in die Küche. An irgendeinem Wochenende ist ja egal, aber ich bin auf jeden Fall abends in die Küche. Und habe meiner Frau gesagt, du, Hosen gestrichen voll. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Ich habe gesagt, du, ich muss dir mal was sagen oder ich würde dir unglaublich gerne was sagen. Und was war? Zum Glück hat meine Frau mich nicht rausgeworfen aus der Küche. Zum Glück hat sie nicht gesagt, ich will das gar nicht hören, wir sind getrennt. Sondern meine Frau hat auch nicht gelacht, sondern meine Frau hat zugehört. Hat das zugelassen, was da von mir kam. Hat das einfach, ja, sich angehört. Und das war für mich unglaublich wichtig, weil was passierte, und das könnte sie Ihnen wahrscheinlich noch besser sagen als ich, was passierte, war, dass meine Frau in dem Moment, in dem ich den Mund aufgemacht habe und von mir und über mich geredet habe, über das, was ich bis dahin nicht wusste, über das, was mir neu ins Bewusstsein gekommen ist, war meine Frau mucksmäuschenstill und sie war erleichtert. Weil das war das, was meine Frau seit der ganzen Zeit, in der ganzen Zeit unserer heftigen Streitereien genau wollte. Sie wollte, sage ich ja ganz häufig, habe ich schon ganz häufig gesagt, sie wollte nicht das, wo ich so eine Panik vor hatte, sie wollte nicht mich verändern, einen anderen aus mir machen, sondern sie wollte mir nahe sein, sie wollte mich kennenlernen. Das war mit diesem zaghaften Moment in der Küche, war das sozusagen der Startschuss. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie lang muss denn sowas gehen? Also bei uns war es wirklich der vorsichtige Anfang. Wir haben dann auch nicht sofort in der Küche gesagt, juhu, wir vergessen das mit der Trennung, wir sind wieder ein Paar, sondern das war der Anfang. Dann gab es mehr Gespräche, dann gab es längere Gespräche. Und so ging das bei uns los. Daraus haben wir diese Ehe entwickelt, die wir heute leben und die wir heute immer weiterentwickeln. Die Beziehung, die heute in einer permanenten Entwicklung ist und bleibt, zum Glück, auch da kann ich Ihnen kurz was zu sagen, ich habe ja irgendwann dann gedacht, nach Jahren, jetzt muss doch mal langsam gut sein, also jetzt haben wir doch wirklich so viel miteinander irgendwie geklärt und sind auf einem guten Weg, jetzt muss doch mal die Entwicklung langsam auch ein Ende nehmen. Ich kann Ihnen heute sagen, nein, die Entwicklung hat kein Ende genommen, bis heute nicht und heute weiß ich, das ist gut so. Es geht, die Entwicklung geht immer weiter und das ist das, was in der Beziehung so wahnsinnig wertvoll und in meinen Augen leidenschaftlich und lebendig sein lässt. Ja, also wie lang? Bei uns ging diese Phase über knapp 9 Monate. Knapp 9 Monate, bis ich in die Küche eingetreten bin und meiner Frau da ganz zaghaft voller Angst gesagt habe, was ich irgendwie gerade entdecke und entdeckt habe von mir. Also bei uns waren es jetzt 9 Monate. Das heißt aber nicht, das ist mir ganz wichtig, weil ich immer wieder gefragt werde, Herr Zürst, wie lang muss das denn sein? Wie lange müssen wir denn getrennt voneinander sein, wenn wir das ausprobieren wollen? Da gibt es keine Regel für. Es gibt sicherlich Paare, also nicht nur sicherlich, sondern es gibt Paare, die haben das nach einer deutlich kürzeren Zeit geschafft, wieder aufeinander zuzugehen. Aber es gibt halt auch Paare, bei denen dauert es etwas länger. Und es gibt auch Paare, das muss ich dazu sagen, bei denen führt diese Phase, ich habe Ihnen gesagt, meine Frau hat ihre Ausbildung gemacht, ich habe dann irgendwann, als nichts an Ablenkung mehr gegangen ist, habe ich angefangen, meine Ausbildung in mir und mit mir zu machen. Was passieren kann, ist, dass wenn nur einer, ja, also angenommen, bei mir hätte die Ablenkung funktioniert und ich hätte weiterhin Fernsehen geguckt und
Alkohol getrunken und telefoniert und gearbeitet von zu Hause und wäre gar nicht an den Punkt des mich ohnmächtig fühlens mit mir selbst gekommen, dann wäre unsere Ehe garantiert wäre unsere Ehe dann auseinandergegangen. Aber, also das heißt, das erlebe ich häufiger bei Paaren, wenn die sich dann auf diese Trennung in der Beziehung einlassen, immer, das ist mir auch noch ganz wichtig, immer mit einem Ziel. Die Trennung in der Beziehung soll ihnen nochmal die Möglichkeit geben, wirklich sich selbst zu überprüfen, sich selbst zu erleben, sich selbst kennenzulernen, auf welche Form auch immer, und sich zu fragen, eine Antwort aber sozusagen aus ihrem Inneren zu erhalten, was ist das, wonach ich mich sehne, was ist das, wo ich mit mir und in mir weiterkommen muss, wo laufe ich immer wieder, ich für mich immer wieder gegen die gleiche Wand, wo habe ich immer wieder die gleichen Schmerzen, wo kriege ich einfach partout keine Antwort auf meine Fragen, was liegt da im Argen, was muss ich für mich ins Leben bringen, entwickeln, wo muss ich weitergehen? Und was passieren kann, ist, wenn einer von beiden so diese Entwicklung mit sich selbst macht, sich selbst seiner selbst bewusster wird, und der andere ist zum Beispiel nach wie vor damit beschäftigt, sich abzulenken und nicht irgendwie das Ruder in die Hand zu nehmen für sich selbst, dann kann es durchaus passieren, dass irgendwann der, der die Entwicklung gemacht hat, sagt, nein, ich bin jetzt wirklich, ich bin auf dem Weg, der fühlt sich nicht immer super an, aber irgendwie stimmt die Richtung und ich kann nicht mehr zurück. Das heißt, da kann tatsächlich die Trennung in der Beziehung, diese Phase des sich Ausprobierens, seine Hausaufgaben machen, so nenne ich es immer, Trennung in der Beziehung ist die Phase, wo er und sie, Mann und Frau, ihre Hausaufgaben wieder aufnehmen dürfen und machen müssen. Und wenn dann einer seine Hausaufgaben gemacht hat und der andere, wie gesagt, bleibe ich jetzt dabei, sich lieber die ganze Zeit abgelenkt hat, dann führt es schon auch dazu, kann es dazu führen, dass dieses Paar auseinandergeht, ja, weil die Wege einfach wirklich nicht mehr zusammenführen. Warum hole ich jetzt so weit aus? Ich werde halt bei dem Thema Trennung in der Beziehung auch ganz häufig gefragt, von Männern wie auch von Frauen, aber jetzt hörst, das klingt so, wenn ich das lese, wir haben jetzt in unserem letzten Buch, in dem großen Praxiskurs, das Liebesgeheimnis, haben wir dem Thema ein ganzes Kapitel gewidmet, weil es solch eine große Bedeutung hat. Und dann werde ich häufiger gefragt, ja, aber ganz im Ernst, also ich habe das gelesen, auch wenn Sie das jetzt so sagen, jetzt hörst, Mann, Sie haben da einfach Glück gehabt. Also ist das nicht wirklich die Vorstufe vom Ende? Ich weiß gar nicht, wie wir wieder zueinander finden sollen. Ich sage Ihnen, beschäftigen Sie sich im Moment, wenn Sie in so einer scheinbar ausweglosen Situation mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin sind, beschäftigen Sie sich im Moment nicht mit der Frage, können wir das auch? Wie lange dauert das? Wie geht es danach weiter? Weil dann sind Sie bereits dabei, die Schritte, die getan werden müssen, schon wieder zu überspringen. Trennung in der Beziehung ist unvorstellbar wertvoll und ich kann Ihnen sagen, die meisten Paare, die ich begleitet habe, die hier waren, die sich auf die Trennung in der Beziehung eingelassen haben, die haben danach wieder zueinander gefunden. Aber, und das ist mir auch noch ganz wichtig, die haben nicht da angefangen, wo die Ehe vor der Trennung in der Beziehung aufgehört hat, sondern die haben wirklich auf einem anderen, weiterentwickelten, bewussteren Niveau angefangen und sind von da aus dann gestartet. Und das ist lebendig, das ist aufregend, das ist dann Beziehung auf Augenhöhe, das macht Spaß, das reißt sie mit. Und wie gesagt, diese Entwicklung in der Beziehung, die nicht aufhört, auch das kann ich nicht häufig genug sagen, ist das, was die Beziehung so reich macht, so voll macht. Und also es ist nicht das Ende, sondern es ist diese Form der Trennung, der vorläufigen Trennung, ist eine unglaubliche Chance, eine unglaublich große Chance, ihre Beziehung auf einem viel solideren Fundament starten zu lassen miteinander. Und dafür, denke ich, lohnt es sich doch, diese Phase, sich auf diese Phase einzulassen. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt hiermit ausführlich erklärt habe, was es heißt. Es ist auch keine Verzögerung einer Trennung, sondern es geht wirklich darum, das Handtuch nicht zu früh zu werfen und den Fokus, den man vielleicht in so einer schwierigen Phase, nicht nur vielleicht, sondern sehr häufig, den man in so einer schwierigen Phase sehr häufig von sich selbst
weggenommen hat und den Fokus nur noch auf den Partner gerichtet hat. Es geht in dieser Phase ganz stark darum, dass sie loslassen von dem Partner, dass sie ihren Fokus von dem Partner wieder zurückholen auf sich und gucken, was ist mein Anteil, was ist mit mir passiert, wo habe ich mich aufgegeben, wo habe ich mich verleugnet, wo habe ich mich überhaupt nicht mehr wertgeschätzt, wo bin ich irgendwo nur noch mitgelaufen, hinterhergelaufen oder wo bin ich nur noch abgehauen und weggelaufen. Dafür ist diese Phase wirklich Gold wert, um damit umzugehen, mit ihnen umzugehen, sich selber zu erleben. Und ich kann Ihnen nur noch mal sagen, was ich eben eingangs gesagt habe, wenn Sie Hilfe benötigen, wenn Sie sich unsicher sind, wie geht das, oder auch in der Phase nochmal sich überprüfen lassen möchten, bitte, ich bin da jederzeit für Sie da und helfe Ihnen dabei gern. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass ich hiermit ganz, ganz viele Menschen erreiche, die so der Ehe, der Beziehung nochmal eine Chance geben. Und nicht nochmal eine Chance geben, sondern eine Chance geben, wirklich durchzustarten. In diesem Sinne, alles Gute und herzliche Grüße. Ihr Wolfram Zuhorst. Ja, ich danke Ihnen für das Zuhören, für das Verfolgen dieser Podcast-Folge bis zum Ende, dass Sie jetzt bis zum Ende mit dabei waren. Und hoffe natürlich sehr, dass da auch für Sie jetzt Fragen geklärt wurden, dass, wenn Sie sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben, davon noch gar nichts gehört haben, von der Trennung in der Beziehung, dass einfach für Sie auch eine neue Perspektive geben kann, dass Sie Ideen haben, dass Sie wieder Hoffnung haben, okay, es kann ja doch noch einen Weg geben. Und ich sage Ihnen, ja, den gibt es in den zum Glück wirklich meisten Fällen. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anmerkungen haben, bitte schreiben Sie uns die oder schreiben Sie es hier unten drunter. Wenn Sie mit der Folge zufrieden waren, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und wie immer freue ich mich natürlich auch sehr, wenn Sie diese Podcast-Folge teilen. Wenn es Freunde gibt, wenn es Bekannte gibt in Ihrem Umfeld, bei denen Sie sagen, oh, da ist es gerade knapp, die reden so viel über Trennung, dann bitte leiten Sie doch einfach mal diese Folge weiter. Teilen Sie diese Folge, damit auch den Freunden und Bekannten unter Umständen geholfen werden kann. Ich danke Ihnen, ich wünsche Ihnen alles Gute, von Herzen alles Liebe. Bis bald, Ihr Wolfram Zuhorst. Das war Liebe kann alles, der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst.